Guten Morgen, innere Reinigung. Das ist ein Thema, was sehr viele interessiert, weil wir alle sind ja total verschmutzt und wir müssen uns ja alle immer ständig reinigen. Das trifft so unseren Zeitgeist der, ja, der Übersauberkeit, sag ich einfach mal. Und dass das nicht unbedingt meinen Anklang findet auf allen Ebenen, das sei mal vorweggeschickt. Das heißt, ich habe eine grundkritische Haltung zu Büchern, die eine innere Reinigung versprechen oder die eine innere Reinigung forcieren wollen, weil meiner Überzeugung nach entgiftet und reinigt sich der Körper komplett von alleine. Man muss im Endeffekt nur dafür sorgen, dass man seine Umgebung entsprechend gestaltet und auch seinen Geist entsprechend gestaltet, dass der nicht unnötige Energie zieht. Aber ich möchte auch nicht verneinen, dass es auch möglich ist, diese Prozesse zu unterstützen. Aber sie sind eigentlich nicht notwendig. Und solche Bücher wie Innere Reinigung ist halt immer auch so eine Hommage an den Zeitgeist des Menschen, der sich ständig irgendwie reinigen will. Das war im Christentum auch schon, wo man sich von seinen bösen Sünden gereinigt hat. Und das ist auch heute so, wenn man in einige Wohnungen von Menschen hineinschaut, was da blitzt und blankt und poliert ist, was wieder jeder Natur ist und entsprechend auch irgendwelche allergischen Reaktionen und andere Sachen die Folge sind, das ist ja einfach nur sehr, sehr bedenklich. Gut, kommen wir nun zum Buch Innere Reinigung von der Karen Calabrese. Dieses Buch ist sehr beliebt in Amerika, deswegen wurde es auch übersetzt in Deutsch. Und das Buch hat schon ein paar Jährchen auf den Buckel und ist letztlich ein 4-Wochen-Programm. Es ist ein 4-Wochen-Programm, was die Karen da kreiert hat, um sich zu reinigen. Oder man könnte auch sagen, Umstellung auf die Rohkost. Denn in dem Buch ist es so, dass man in der ersten Woche noch gekochte Nahrung zu sich nehmen kann und dann ab der zweiten Woche rohköstlich unterwegs ist. Und sie sagt, nach den 4 Wochen fühlt man sich total befreit, man hat abgenommen und ja, alles, was so mit dieser inneren Reinigung zu tun hat. Und ich habe das Buch durchgelesen, ich habe den 4-Wochen-Plan gesehen und tatsächlich bin ich auch überzeugt davon, wer das umsetzt, der wird in 4 Wochen sich besser fühlen und er wird sich auch ja, gereinigt fühlen und er wird definitiv auch ein bisschen abgenommen haben. Also das wird auf jeden Fall der Fall sein. Die Frage ist, ob das für jedermann machbar ist. Woraus besteht denn im Groben und Ganzen dieser Plan? Oder fangen wir vielleicht erstmal mit der Schreibweise des Buches an. Also der Schreibstil ist sehr gelungen. Der Schreibstil ist wirklich sehr gelungen und er ist sehr menschlich gehalten. Er ist sehr menschlich gehalten, sehr gefühlvoll, er ist sehr entspannt und es spricht auch viel Erfahrung aus dieser Person, aus Karen. Das erkennt man immer wieder, sie ist voll drin, das ist nicht irgendwie ein YouTuber, der jetzt ein Ernährungsbuch geschrieben hat, sondern das ist eine Frau, die sich ihr Leben lang mit Ernährung beschäftigt hat, die Schicksalsschläge ertragen musste und dann auch darüber noch intensiver nachgedacht hat. Und man merkt in dem ganzen Buch, das ist wirklich richtig ja, ihr Ding und Erfahrung und auch eine gewisse Animation zum Nachdenken, also nicht so von oben herab, das und das und das, sondern auch so ein bisschen durch Fragestellungen wird so ein bisschen angeregt. Und also der Schreibstil ist wirklich wunderbar ganzheitlich, lässt sich sehr, sehr gut lesen, wird auch immer wieder so auf die Gefühle innerhalb dieser schwierigen Umstellungszeit, wird darauf referiert und wird das angesprochen und ja, also das macht sie sehr, sehr gut, der Schreibstil. Und der konkrete Plan, das sind so 3 bis 4 Wochen, weil die 4. Woche nennt sich so, ich weiß gar nicht, wie sie sich genau nennt, mal nachgucken, aber irgendwie Freiheit oder Entspannen oder Urlaub oder ja, es ist dann eigentlich gar nicht mehr so viel Feiern. 22 bis 28 sagt Feiern, und aber das Feiern ist dann halt doch auch ein bisschen mit Sachen verbunden, die, sag ich mal, Normalsterblicher vielleicht nicht als Feiern sieht. Okay, und was auch ein bisschen irritierend ist, das mag aber in der deutschen Übersetzung liegen, in der 2. Woche, 8 bis 14, diese Woche nennt sich Änderung. Und in der Woche von 15. bis zum 21., diese Woche nennt sich dann Transformation.
ist ja quasi fast dasselbe. Außer ich habe irgendwie was übersehen. Ja, das mag an der Übersetzung liegen. Das Buch gibt sehr viel Raum auch für eigene Ernährung. Das heißt, es gibt nicht irgendwie jeden Tag das Rezept, das Rezept, das Rezept, sondern es gibt generell in dem Buch sehr, sehr wenig Rezepte. Für so ein, weil mit Rezepten kann man so ein Buch immer ganz gut schön strecken. Das macht sie nicht. Das ist sehr, sehr positiv. Und die Rezepte, ich kann ja mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 Rezepte oder sowas sind hier drin. Mehr nicht. Und sie lässt sehr, sehr viel Freiraum innerhalb dieses 4-Wochen-Programms, sodass, ja, ich denke, dass es ein sehr sinnvoller Ansatz ist. Weil jeder ist individuell und es gibt ein paar Leitpunkte. Wenn man so ein 4-Wochen-Programm, so ein konkretes 4-Wochen-Programm publiziert, dann muss es natürlich ein paar Leitpunkte geben. Aber alles in allem lässt sie doch recht viel Freiraum. Ja, also, was sind denn die Kernpunkte dieser inneren Reinigung? Auf jeden Fall auch Bewegung, aber das ist sehr kurz gehalten. Im Endeffekt auf dem Trampolin hin und her springen, um den Stoffwechsel anzuregen. Das war's. Dann gibt's auch Fasten. Das kommt erst in der 4. Woche. Also ein 3-tägiges Fasten finde ich sehr gut, weil es auch sehr, sehr wichtig ist. Aber das kommt erst am Ende. Und was auch noch kommt, sind Einläufe. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Nicht, weil ich mir das nicht mag oder einen Ekel habe, da mir was reinzustecken oder was. In der Sexualität kann das auch Spaß machen. Aber ich weiß nicht so, was mein... Also was heißt, ich weiß nicht so. Doch, ich habe ein ziemlich intensives Gefühl. Mein Körper sagt so... Mein Körper reinigt sich von selber. Und genau dieses, ich stecke mir was hinten rein und das tut mal richtig schön reinigen, das ist, boah, da habe ich so einen, wie soll ich sagen, eine Aversion dagegen. Klar, es kann manchmal notwendig sein, wenn man richtig blöd irgendwas gemacht hat oder sonst was, dass dann irgendwie der Darm total versimst oder sowas. Aber ich denke, mit einer gesunden Ernährung über von mir aus 2-3 Jahre saniert sich der Darm von ganz alleine. Und diese Einläufe, das ist was Psychisches. Ich habe mich gereinigt. Das ist wie, ja, quasi wie die Christen, die sich dann selber kasteit, oder die Katholiken, keine Ahnung wer das war, die sich dann selber geschlagen haben und sagen, wow, jetzt fühle ich mich wieder purified, jetzt bin ich wieder rein in der Seele, weil ich mich geschlagen habe. Ja, der Einlauf, das ist nicht so meine Welt, fühlt sich intuitiv einfach falsch an. Mache ich vielleicht auch noch ein Video dazu. Und dann, innerhalb des Einlaufes gibt es dann auch in dem Buch, wird von Einpflanzungen gesprochen, aber keine Angst, das ist nicht so krass, wie es klingt, aber es ist halt, dass man einfach den Einlauf mit grünen Säften oder sowas macht und es nennt sich dann Einpflanzung. Okay, das ist also auch ein Punkt, der damit benutzt wird, aber das große Ding ist halt tatsächlich so das geistige Mindset und die Ernährung, wo man sich ernährt und was man sich nicht ernährt und vor allem Supplements. Das verwundert nicht, wenn der Autor oder die Autorin aus Amerika kommt. Das heißt, da werden ganz normale Supplements genommen wie Chlorella, Spirulina, Kamutwasser, da fängt es schon an bei den meisten, mit Weizengras, alles okay, aber Kamutwasser. Und dann wird übergegangen zu Verdauungsenzymen, die man dann nimmt und Oxygen und Palabin und wo ich dann gar nicht mehr weiß, was das ist. Und so wurde bei Amazon geschaut, was mir bisher entgangen ist, gibt es auch gar nicht auf dem deutschen Markt. Das heißt, da gibt es ein paar Sachen, die bei uns nicht auf dem Markt existieren, wo aber der Verlag gut gearbeitet hat, indem er dann ein Kapitel angefügt hat, wo er Äquivalente auf dem deutschen Markt anbietet und also verweist, wo man die kaufen kann, sodass der Leser des Buches hier tatsächlich auch das Programm hier durchführen kann. Also wirklich Respekt an den Hans Nitsch Verlag, nicht einfach nur eine Übersetzung, sondern auch mit wirklich mit Verstand quasi das Ding übersetzt und nicht, dass derjenige das liest, das dann machen will und es dann nicht kann. So, und ja, das Oxygen, glaube ich, das ist das Einzige, was nicht auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Aber das ist ein Supplement von vielen, ich glaube, darauf kann man dann auch wirklich verzichten. Also die Supplements, das ist ein großes Thema für Karen und auch die Fermentation. Das heißt, sie schwört auf Sauerkraut und auf Rejuvelak oder Rejuvelak, glaube ich, heißt das. Das ist im Endeffekt Weizen, der ganz kurz angekeimt ist und dann irgendwie gemixt wird. Und ja, da schwört sie drauf und sie sagt, wenn man das einmal getrunken hat, man kann überhaupt nicht, man weiß gar nicht mehr, warum man das
überhaupt jemals nicht getrunken hat und wie man noch ohne das leben kann. Ich habe es einmal getrunken. Ich kann ganz gut ohne Rejuvelak leben. Naja, ist dann doch Geschmackssache. Also das ist dann auch so ein Punkt. Und ja, und sie bewirbt auch im Buch ein paar eigene Produkte. Drauf geschissen, sage ich mal. Das ist halt, gehört halt dazu. Und wenn man ein bisschen Verstand hat, kann man dann auch ein Äquivalent finden von der Konkurrenz, wenn man das dann möchte. Aber warum nicht das probieren? Und das ist halt, wie sie das ja eben da anbietet. Und das Wissen, was sie da drin in dem Buch, was, guck mal, wie viele Seiten das hat, über 200 Seiten, das Wissen, was sie hat, ist, gehe ich meistens mit konform. Manchmal entspricht das nicht dem aktuellen Wissensstand. Zum Beispiel, was Kokosöl und Boxhornkleesamen angeht. Boxhornkleesamen nutzt sie, um quasi den Appetit zu mindern. Aber es gibt auch in der Literatur, im Internet, Verweise darauf, dass es den Appetit anregt. Ja, also, und Kokosöl als nur gesund, auch das, ja, wie jedes extrahierte Öl, ist mittlerweile auch nicht mehr Konsens der Wissenschaft. Zumindest das, was ich wahrnehme. So, und von daher, ja, aber das fällt ja gar nicht so groß ins Gewicht. Die entscheidenden Dinge, die sind tatsächlich wirklich gut, sehr gut rübergebracht und gelöst. Und dieses Programm kann ich persönlich mit meinem Wissensstand auch absolut empfehlen. Da gibt es ein paar Dinge, die ich anders machen würde, auf die ich verzichten würde. Und sicherlich wird der ein oder andere auch auf die Dinge verzichten. Aber das Buch ist wirklich sehr, sehr gelungen, weil der Schreibstil halt wirklich sehr menschlich, sehr gefühlvoll, sehr entspannt ist. Weil es konkret genug ist, aber gleichzeitig viel Freiraum lässt. Und weil letztlich das dazu führt, dass der Mensch sich von einer Normalkost auf eine gesunde Rohkost umorientiert und dann hoffentlich auch dauerhaft dabei bleibt, weil er die positiven Effekte nach dieser Kur mit Sicherheit auch spüren wird. Also von daher, ja, gebe ich für das Buch, trotz dessen, dass sie ihre Produkte bewirbt, einfach 5 Sterne. Ich kann euch das mal zeigen, jetzt auch schon mit ein paar Bildern. Manche mögen das ja mit Bildern, ne? Weil bei der War Spirit, der auch ziemlich geile Bücher schreibt, der nutzt ja keine Bilder. Und hier sind schöne Bilder drin. Ist auch die Karen abgebildet. Die ist irgendwie schon über 60, sieht noch ganz gut aus. Also von daher, das spricht auch immer dafür, wenn jemand, sage ich mal, ein lebendes Beispiel dafür ist, dass das Sinn macht, was er sagt, dann ja, vertraut man ihm mehr. Das ist auch gerade der Punkt, Entschuldigung, dass ich nochmal aushole. Ihr könnt ja schon abschalten. Das ist nochmal aushole. Aber sehr, sehr viele Menschen achten gar nicht darauf, wenn sie Ernährungsempfehlungen bekommen, von wem die kommen. Ohne jetzt die jugendliche Generation oder die junge Generation, so Mitte 20, 30, da irgendwie angreifen zu wollen. Aber also, sag mal, das Gros der Menschen, bis 30 ist man im Wachstum und die Regeneration ist total schnell. Bis 30 kannst du nicht so viel falsch machen. Du kannst was falsch machen, ich habe das selber erlebt, aber vertraut Menschen, die erfahrener sind. Menschen, die über 30 sind, weil über 30 ist die Degeneration. Und innerhalb der Degeneration dann vital zu sein und dann das Feuer in den Augen zu haben, gut auszusehen, also vital auszusehen, das ist der Punkt, woran ihr euch orientieren müsst. Meiner Meinung nach. Und diese Person ist hier über 60 Jahre. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sage, das ist viel, viel, ja, wirklich empfehlenswerter als irgendjemand, der sich ein schickes Hemd anzieht, irgendwie ja, vor einer Tafel steht oder in einem Board mit Papier, was auch immer und da irgendwie klug was hinmacht und dann eine gute Ausstrahlung und Vitalität, die hat man automatisch. Und deswegen lasst euch nicht blenden, gerade auf YouTube gibt es sehr, sehr viele junge Menschen, die wirklich, egal mit welchem Ernährungsstil, also das kann auch vegan und Rohkost sein und wo ich sage, hey, da gehe ich konform mit. Es geht einfach nur grundsätzlich, dass man bei der jungen Generation echt vorsichtig sein müssen, weil die eben nicht die Erfahrung der Degeneration gemacht haben und nicht wirklich über so viel Erfahrung verfügen wie ältere Menschen. Und egal, ob diese Krankheiten geheilt haben oder sonst was, in diesem Alter macht der Körper noch richtig viel von selbst bis 30. Also von daher, das nur mal am Rande erwähnt, die Person ist über 60 Jahre alt. Ich gebe hier 5 Sterne für dieses Buch, obwohl das ein Buch der inneren Reinigung ist und ich ja eigentlich, wie gesagt, von der inneren Reinigung nicht so viel halte. Aber
Für mich ist es ein gutes Buch, um auf die Rohkost umzustellen und sich ein bisschen mit Supplementen vollzuballern, bevor man dann wahrscheinlich irgendwann dann dort ist, ja, wo ich jetzt derzeit bin und man einfach nur noch, ja, Obst und Gemüse isst. Vor allem Gemüse, Obst halt, ja, etwas reduziert, aber nicht weil es irgendwie schlimm ist oder sowas, sondern weil man das Obst eigentlich nur selektiv nutzt, wenn man wirklich Energie braucht. Und ja, das ist halt so, wäre so mein Rundumpaket für euch, wenn ihr euch überlegt, innere Reinigung euch zu kaufen. Und meine Empfehlung habt ihr. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Macht's gut, euer Christian.